Moin moin, liebe Leute. Das Angeln am Forellensee erfreut sich wachsender Beliebtheit. Immer mehr Leute gehen am Forellensee fischen, fangen sich dort einen leckeren Fisch für die Pfanne, für die Familie. Wird immer beliebter und ganz besonderer Beliebtheit erfreut sich das Tremarella-Angeln mittlerweile. Das ist eine Technik aus Italien, die ist noch recht jung, findet aber immer mehr Anhänger und bringt natürlich auch richtig dick Fisch in den Kescher. Aber viele Leute wissen immer noch nicht, wie man mit dieser Montage fischt oder wie die Montage überhaupt aufgebaut ist. Und deshalb habe ich mich heute mal hier ins, ja, wie soll ich es nennen, Epizentrum der Tremarella-Angelei begeben, in die Angelanlage Millerscheid bei Köln, um euch das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Montage aussieht. Und zwar, man kann das natürlich auch ohne Pose fischen, aber ich fische Tremarella gerne mit Pose. Gerade für den Anfänger ist das auch besser, weil dann sieht man immer, was an der Montage passiert. Wenn man kann das auch mit einer Kette oder mit Solo-Blei fischen, aber dann sieht man, wie gesagt, nicht die Tiefe, in der man angelt und man weiß auch nicht genau, ist da jetzt ein Biss. Eine Pose hilft dabei auf jeden Fall. Also dafür gibt es spezielle Tremarella-Posen. Die zieht man hier auf die Schnur, das ist eine Feststellpose, die wird also mit Hilfe von zwei kleinen Silikonringen arretiert. Beschwerung ist hier so ein Blei. Man kann auch Glas nehmen. Glas nimmt man, wenn man flacher fischen will, weil das Glas langsamer im Wasser absinkt. Unter das Blei kommt ein Silikonstopper und darunter ein Dreifachwirbel. Warum ein Dreifachwirbel? Ganz einfach, weil das Ganze ständig rotiert und wenn man keinen Dreifachwirbel hätte, dann würde sich die Schnur hoffnungslos verdrallen. Das Vorfach ist ungefähr, ja, würde ich sagen, 70, 80 cm lang. Kann man auch variieren, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Relativ großer Haken. An den Haken kommen zwei Bienenmaden oder auch eine Bienenmade. Ich mache das gerne mit zwei Bienenmaden, weil die gut rotieren. Und wie man diese Bienenmade anködert, das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. So, jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie man dieses Bienenmaden-Doppel oder dann dieses berühmte Bienenmaden-L anködert. Ich benutze da gerne für einen großen Haken. Das hier ist eine Serie 22 von Tubertini. Aufpassen, dass die Maden nicht abhauen. Wie gesagt, langschenkliger Haken, recht groß, weil er den Köder einfach besser hält und auch beim Biss besser im Fischmaul greift. Ich nehme jetzt einfach die erste Bienenmade. Die wird hier am Kopf eingestochen. Mit kalten Fingern ist das gar nicht so leicht. So. Und dann muss man die Made praktisch durch den Köder führen. Mann, die ist aber wieder borstig. So, man muss gucken, dass der Haken hinten dann genau rauskommt. So, man sieht, der Haken kommt genau hinten raus, die Hakenspitze. Jetzt schiebe ich die Made nach oben auf dem Schenkel. So, jetzt kann ich die zweite Made anködern. Wird auch ein bisschen anders angeködert, hier einmal durch den Kopf, aber durchgestochen und dann umgeschlagen. Wieder durchgestochen und dann zur Sicherheit nochmal umschlagen und nochmal durchstechen. So, die steht jetzt ab. Jetzt schiebe ich das Ganze wieder nach unten, die obere Made nach unten und habe dieses schöne Bienenmaden-L, was sich im Wasser schön um die eigene Achse dreht und die Forellen anlockt. Noch ein paar Worte zum Gerät. Mit der Tremarella-Montage oder für die Tremarella-Montage gibt es spezielle Routen, Tremarella-Routen. Ich habe jetzt hier eine in der Wurfklasse 2, bietet sich sehr gut an fürs ja, recht leichte Tremarella-Fischen. Die Route hier, das ist eine Twin Evo, die hat ein Wurfgewicht von 2 bis 6 Gramm. Meine Montage wiegt so 3 Gramm, ist also optimal dafür. Sind meistens Telerouten. Schön ist, dass die Spitze recht sensibel ist, weil man braucht so eine sensible Spitze, um die Montage gut zu schwingen. Das werde ich euch nachher zeigen, damit dieses Zittern auf die Montage übertragen wird. Ja, zur Rolle. Eigentlich so eine Rolle mittlerer Größe, muss ich natürlich sauber wickeln, die Schnur, damit man gut werfen kann. Natürlich eine gut einstellbare Bremse. Auf der Rolle habe ich jetzt eine 18er Monofilschnur, das passt. Man kann auch eine 20er drauf machen, wenn mal ein paar größere Fische zu erwarten sind, aber mit einer 18er Schnur kommt man, glaube ich, in den meisten Fällen ganz gut zurecht. So, und jetzt genug gelabert, jetzt will ich mal probieren, ob damit heute was beißt. Ach ja, bevor ich jetzt losgehe und anfange zu fischen, die Bienenmaden im Vergleich zu so Fleischmaden mögen es die Bienenmaden eher warm, besonders im Winter. Und deshalb stecke ich mir meine Bienenmaden immer, gerade im Winter, immer in die Jackentasche. Da bleiben die schön warm, schön agil und ich habe Topköder. So, und jetzt geht es aber auch endgültig los. So, jetzt habe ich ausgeworfen.
Komm mal ein bisschen ran an die Kamera, damit man das sehen kann. Und jetzt muss man diese ja, berühmte Zitterbewegung machen. Dafür sind die Routen besonders gut geeignet, deshalb Tremarella-Routen. Ich zeige euch das jetzt mal. So, man muss die Rute anfangen zu schwingen. Die muss sich also richtig aufladen. Das können diese Routen sehr gut. Also die Spitze muss richtig schwingen. Und dann holt man das Ganze langsam ein. Jetzt im Winter noch ein bisschen langsamer als in der warmen Jahreszeit. Und man sieht dann richtig, wie diese Schwingbewegung, wie sich das auf die Montage überträgt. Und das in Verbindung mit diesem rotierenden Bienenmaden-L, das macht die Forellen so richtig heiß. Und ich hoffe, dass es die Forellen jetzt auch jetzt mal so richtig heiß macht. So ist es auch immer wichtig, dass man die Tiefe findet, in der sich die Forellen aufhalten. Und um das zu erreichen oder um möglichst verschiedene Wasserschichten abzufischen, kann man hier ganz nett diese Pose verschieben. Einfach nach oben oder ein bisschen nach unten, wie man will. Und so dann die Angeltiefe variieren. Denn der Köder sinkt ja nur so tief ab bis zur Pose. Wenn man jetzt ohne Pose fischen würde, dann könnte man einfach lange absinken lassen. Aber es funktioniert ja mit der Pose nur so weit, wie die Pose gestellt ist. Und deshalb immer schön, wenn man keine Bisse kriegt, einfach variieren. Irgendwann findet man dann die Tiefe, wo die Fische sind. Es ist immer von Vorteil, wenn man den Finger, den Zeigefinger auf den Rutenblank legt, weil so hat man einfach mehr Gefühl, erstens für diese Zitterbewegung und auch zweitens, wenn ein Biss kommt. Also dieser Finger, der ist ja wie ein Bissanzeiger. Und das bringt echt viel, als wenn man ja nur die geschlossene Hand um die Rute hält. So, jetzt habe ich einen Biss. Ich lasse die Forelle abziehen. Ja, und hängt. Ah, wunderbar. Bisschen zudrehen. Oh, die springt sogar. Ja, das macht Spaß. Und wie gesagt, die Ruten sind recht leicht, deshalb darf man im Drill nicht so stark forcieren. Man sieht schon, die Rute ist gut krumm und das ist eigentlich nur eine Portionsforelle. Also im Drill immer vorsichtig sein. Jawohl! Da ist der Fisch. Schöne Portionsforelle, die macht Spaß in der Pfanne und auch im Räucherofen. Also Tremarella funktioniert. Man muss jetzt gerade im Winter immer ein bisschen auch den Fisch dann schlucken lassen, weil wenn sie vorsichtig beißen, dann hat man oft das Problem, dass dann der Köder nicht richtig genommen wurde. Deshalb gerade im Winter ein bisschen länger den Fisch schlucken lassen. Da ist der Fisch, der auf die Tremarella-Montage gebissen hat, hat jetzt ein paar Würfe gedauert. Aber es hat funktioniert. Ich habe, wie gesagt, länger schlucken lassen. Und das sieht man hier, glaube ich, auch. Ich halte den Fisch mal in die Kamera. Der Haken ist gar nicht zu sehen. Das heißt, er hat ihn voll genommen. Und so einen Fisch kriegt man dann auch problemlos gehakt mit dem Anhieb. So kann es weitergehen. Vielleicht geht ja noch einer. Mein halber Angeltag hier am Forellensee ist vorbei. Ich habe mit der Tremarella-Technik ein paar schöne Fische gefangen, wie man hier sehen kann. Tolle Fische dabei. Schön genaue Größe für die Pfanne. Hat auch Spaß gemacht, die Angelei, dieses Zittern, diese aktive Technik, da wird einem auch im Winter nicht kalt. Man ist die ganze Zeit in Bewegung. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt mit diesem kleinen Video einen Einstieg ins Tremarella-Angeln habe geben können. Natürlich ist das Feld noch viel breiter oder viel größer. Da gibt es noch viel mehr Techniken und viel mehr Kniffe als die, die ich euch jetzt in diesem kurzen Video jetzt zeigen konnte. Aber nichtsdestotrotz, probiert es doch mal aus. Macht wirklich Spaß und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kann ich euch natürlich hier nur die Angelanlage Millerscheid hier in der Nähe von Köln empfehlen. Natürlich eine Tremarella Hochburg. Hier wird viel damit geangelt. Hier können euch viele bekannte Angler auch, die hier vorbeikommen, können euch zeigen, wie das hier funktioniert. Internetseite von der Anlage www.millerscheid.de. Und ich packe jetzt das Gerät ein, gehe beim Betreiber noch eine Cola trinken und dann geht's nach Hause. Das sage ich euch mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.